Ich bin Stufe 10. Das ist schön. Das ist schön. Und trotzdem ist es, obwohl ich gestorben bin. Ich hab den doch hier. Besiege ihn mit einem Speer. Das hab ich doch getan. Gewinne mit 2 Level 10 Spieler. Besiege Gnollhäuptling mit dritten. Besorge Zornhelm. Abgebrochen. Interessant. Ich wüsste nicht, dass ich irgendetwas abgebrochen hätte. Oder der Zornhelm ist abgebrochen. Man weiß ja nie. Ne? Was hast du verbrochen? Komm, wir springen doof herum. Because wir sind Protagonisten. Einfach weil wir können. So, ich... etwas Neues. Okay, allerdings muss ich erstmal leider nochmal rein. Weil, ihr habt es da gerade vielleicht schon mal gesehen, ich muss da 100 Punkte kriegen. Gefechtspunkte. Aber das habe ich doch geschafft. Verdiene in Gefechtsquest Wind durch die Ruinen mindestens 100 Punkte. Okay. Ach so. Ja, das habe ich ja gemacht, ne? So, dann machen wir so uns jetzt mal etwas Abwechslung, indem wir jetzt diesem Sternchen-Plot-Sternchen folgen. Das Dock. So, ich danke euch und das tut mir leid. Das tut mir so leid. Schaut weg. Ach ja, mein Gott. Bla 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 bla. Ja, kriege ich jetzt. Ich krieg einen Helm. Ich verstehe es nicht. Willkommen, Story. X-Move. Hier. Hallo. Ich habe einen neuen Skill gelernt, den XE-Move. Schön. Also doch schön. Verbesserung. Ui, man muss manchmal Leute einfach nur ansprechen auf bestimmte Themen. Und dann liegen sie einem zu Füßen. Ist das nicht schön? Verdammte Hühnerkacke. Mir fehlen 5 AP. Ja, ja, wir haben ja genügend Geld. Die schweren Rüstung. Der leichten Rüstung, ja, wir haben das Geld. Und Stoffrüstung. Wie man sie benutzt, wie man sie anzieht und wie man sie wieder fallen lässt. Eine schamlose Hülle. Bis zum nächsten AP-Bonus. Der Effekt hält auch an, während du ausgelockt bist. Du kannst jedoch nur eine gewisse Menge AP auf einmal aufbewahren. Alles klar. Hey, du hast da noch irgendwas, noch Fragen? Deine Verbesserung, bla 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 bla. Wenn es im echten Leben doch auch so einfach wäre. Ne? Ah, wenn man einfach mal ein Effektgewitter ins Gesicht kriegen würde. Das würde uns allen schon mal helfen. Nicht wahr? Achso, ich müsste ich jetzt reparieren. Wie viel? Okay, das hineinspaziert. Reparatur. Irgendwie. Reparier mal alles, auch wenn nichts kaputt ist. Ne? Gute Sache doch.
Ja. Wir gehen einfach weiter. Und irgendwie... Yeah, habt ihr es gerade gesehen? Ja, wir sind in der Beta, wir sind in der Beta, wir sind in der Beta. Und das merkt man auch gar nicht, ne? Gewinne, wenn du Solo spielst. Gewinne ohne HP-Trank. Ja, komm, das kriegen wir hin innerhalb von 5 Minuten. Dann scheint das ja nicht so viel zu sein. Und dann wird einfach mal durchgekloppt. Mal was ganz anderes, weil das haben wir ja noch nie gemacht. Einfach mal durchrennen. Und alles zerhackstückeln. Das ist mal eine völlig neue Spielweise für uns. Zerstören wir einfach mal alles. Ja, unserem Typen geht's gut. Deshalb zerlegt er auch gleich mal das ganze Schiff. Wow. Was muss der für eine Kindheit gehabt haben? So, ein neues Gebiet endlich mal. Und das, weil wir endlich Stufe 10 erreicht haben. Tutentun. Graureifhöhlen. Wenn ihr das hier seht, ist die Beta, Closed-Beta-Zeit wahrscheinlich schon längst vorbei. Und ich gehe erstmal in die falsche Richtung, in die Dunkelheit. Das sollte man wahrscheinlich auch noch ändern. Ja, mir fällt gerade so vieles. Ah, ich bin Stufe 11 sogar, stimmt ja. Was das jetzt für Viecher sind, wird mir auch nicht erklärt. Hey, ein Eisbär, wir sind bei der Goldene Kompass. Wie heißt der, Jorik? Na, das ist doch hier. Au! Warum? Finice. Wovon habe ich so viel Schaden erlitten? Interessant, dass der Hauptcharakter... Also, ja, was heißt Hauptcharakter? Es gibt ein paar tausende Hauptcharaktere. Weil das ja ein Online-Rollenspiel ist. Was ich auf jeden Fall... Irgendwie beunruhigt mich das sehr, dass ich hier gerade konstant Schaden kriege irgendwie. Das mag mir... Tod. Unsterblicher Kobold? Das will ich sehen. Er ist nicht unsterblich. Ich allerdings auch nicht. Guck mal. Genghis Khan, Genghis Khan, da 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 da. Was hat es mit diesem Overkill mit... Und ich sterbe jetzt... Warum krieg ich Schaden? Jorik hat Durchfall. Und ich muss darunter leiden. Ja, wieso? Ne, ernsthaft, ich verstehe nicht, warum ich Schaden bekomme. Nicht, weil ich, Gold. Wir haben ja zu wenig davon. Ich habe ein großes Fragezeichen über meinen Kopf, weil ich krieg's nicht auf Reihe. Ich verstehe es nicht, warum ich da aus meiner Sicht ohne Grund Schaden erleide. Und nachher muss ich wahrscheinlich Heiltränke holen.
Weil ich meine, so viele Feinde sind hier jetzt eigentlich auch nicht, dass die mir dadurch Schaden machen. Gold. Und ich kriege trotzdem konstant Schaden. Wahrscheinlich würde ich das sogar auch, wenn ich stehen bleiben würde. Also ich regeneriere Lebenspunkte. Das ist schon mal gut zu wissen. Nicht getroffen, Schnaps geschaffen. Daneben. Ich verstehe nicht, warum ich Schaden krieg. Schon wieder. Die sieht aus wie so ein ganz alter. Uiuiui. Ganz alter Wiki. Daneben. Sehr gut, natürlich. Warm. Ach Mensch. Ins Gesicht. Ich verstehe es nicht, warum ich auf einmal Schaden krieg. So. Daneben. Immer wenn ich so eine spezielle Attacke mache, also Rechtsklick, das sieht doch auch schön episch aus, oder? Der einzige Nachteil daran ist, dass ich den Gegner damit überhaupt nicht getroffen habe. Also, so wie das da aussieht. Ich frage mich, ob man die Bilder nachher irgendwie abrufen kann. Das würde ich jetzt auch noch nicht mal verlangen, dass das in der Beta ist. Koboldstoffe. Das sind Kobolde. Was ich vorhin sagen wollte, ich weiß gar nicht, ob ich den Satz jetzt richtig beendet habe. Wirkt so ein bisschen wie so ein ganz alter, versteinerter Wiki, der Wikinger. Da, ich krieg dafür ernsthaft Schaden. Das ist sehr komisch. S, Treffer bekommt Anzahl an Teilnahmen. Mit Objekten besiegen. Ja. Alles klar. Nicht wahr. So, jetzt kann ich. Du hast keine Skills. Ach, so. So sieht das aus. In Ordnung. So, dann geht's jetzt erstmal zurück in die wunderbare, niemals eintönig werdende Stadt, wo wahrscheinlich 90% der ganzen Spieler rumrennen. Naja, so, dann. Und der letzte Punkt für Meditation. Peng! So, jetzt haben wir Meditation auch bekommen. Wir haben noch 16. Zwillingsschwerter verringert das Gewicht. Und zwei Steine erlaubt höhere zu tragen. Verringert das Gewicht, erlaubt sie höhere Level zu tragen. Ja, wunderschön. Erhöht den Schaden um 1%. Oh ja. Benutzt einen schnellen und möchte gegen neue Feinde verbraucht. So und so. Wenn er benutzt wird, was? Du kannst diesen Skill nicht anwenden, wenn du weniger als 20% hast. Ach, das ist die Scheiße. Darum verliere ich ständig Lebenspunkte. Während du einen anderen Skill benutzt oder wenn du von Feinden angegriffen wirst, wenn du die Schmettern-Taste direkt nach dem Rück, kannst du einen Viertreffer Schmetterling. Ah, na super.
Das wollte ich aber eigentlich nicht so, mich selbst umbringen. Das ist irgendwie sehr nachteilhaft.